Hey Leute, herzlich willkommen zurück zum Waluigi Hack. Wir haben in der letzten Folge dieses eine Kacke-Level mit diesem kleinen Boss abgeschlossen. So klein war er dann doch nicht, oder vielleicht doch? Vielleicht hat er sich nur sehr groß gemacht, das aber auch definitiv mit Erfolg. So erfolgreich, dass ich da tatsächlich... Uiuiuiuiui, was sind das eigentlich? Warum sind die rot? Was hat das zu bedeuten? So erfolgreich, dass ich da tatsächlich ohne Save States nicht weitergekommen bin. Und währenddessen habe ich versucht, wieder mal eine Thematik zu führen. Es ging darum, dass man... Und da frage ich mich jetzt auch wieder, wie soll ich das mit meinen 5 Buchstaben in die Titelbeschreibung packen? Es ging darum, buchstäblich seinen Körper zu verlassen, wenn man es in dieser Kackwelt nicht mehr aushält, was durchaus verständnisvoll logisch erscheint, weil die Welt halt wirklich einfach behindert ist. Ja, macht was draus oder nicht. Wir werden jetzt hier auf jeden Fall mal schauen, dass wir uns hier aus dem Staub machen können. Das ist natürlich auch alles hier wieder so ein bisschen auch einfach testen und scheitern und lernen. Aber die Wolken haben auch selbstverständlich wieder... Dass der mich doch immer da kriegt, ne? Das Problem, dass sie den Lag verursachen. Ja. Dieser Lag wird kein leichter sein. Hat auch einst Xavier Naidoo gesungen. Der Profi-Mario-Spieler. Wer kennt den nicht? das ist schwierig, weil du hast da natürlich eine gewisse Geschwindigkeit, eine gewisse... Ja, Ahnung, Vorahnung und willst dann... Okay. Ach, die wechseln ja wieder den Kurs. Willst dementsprechend wieder dann reagieren? Aber ja, der Lag ist halt schwierig, weil er ist auch nicht konstant. Also schon so ein bisschen, aber auch nicht hundertprozentig. Ja, das ist funktioniert aber nicht bei allen Kanonenkugeln anscheinend. Seht ihr da? Guck, da war ich doch... Da dachte ich jetzt, okay, da bin ich jetzt am Rand und bla und dann... Das tut mir leid, das ist einfach auch wieder... Zu krass. Stellenweise denke ich beim Kontrollieren dann natürlich, dass es vielleicht an meinem Emulator liegt, aber... Ne. Also ich habe auch Leute gesehen, die hatten durchaus bessere Technik und trotzdem so komische Schwierigkeiten. Jetzt nicht hier. Das hat jetzt keine andere gespielt. Also doch schon, aber nicht einer von denen, die ich ab und zu konsumiere. Aber ich meine nur allgemein, was Mario Hacks angeht. Ja, du darfst einfach... Okay, was auch immer mich da getroffen hat. Zu hoch springen. Ja, transportiere mich. Okay. Ich verstehe auch nicht, dass... Das hängt einfach mit dem... Das Problem hatten wir vor einigen Folgen auch. Warum sind solche Plattformen rutschig? Ist es tatsächlich so gewesen? Da habe ich mich... Als ich da die eine Folge, da wo wir das Problem hatten, da war doch diese Super Mario Bros. 2 Stelle, ne? Da habe ich mich auch beim Kontrollieren so gefragt, war das im Original auch so? Dass einfach... Das komplette Level, wenn du eine Eis-Thematik hast, ist das komplette Level rutschig, ja? Oder war es nicht dann doch eher so, dass es plattformbezogen war? Weil das, finde ich, einfach, fände ich tatsächlich realistischer. Nicht jede Scheiße hier rutschig ist, aber okay, wir sind jetzt hier definitiv weiter. Ja, eher, okay. So, es müsste ja dann jetzt eigentlich der letzte Bildschirm sein, aber wahrscheinlich werden wir nochmal richtig gebullshittet, ja. Ja, das war, ich schwöre auf alles, Leute, Allahu Akbar und Walla und Bruder und YOLO Swag. Das war kurz davor. Es war wirklich bestimmt ganz kurz vor dem Ende. Ja. Meine Mentalität ist diesem Level gegenüber hier wieder ersoffen, würde ich sagen. Weil ich das nicht einsehe. Aber man muss fairerweise sagen, es ist immer noch leichter als diese scheiß Lava-Abteilung, von der ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht... Hui. Okay, ist auch mal nett, so durchzukommen. Von der ich zumindest dachte, Arschloch, dass es die letzte Thematik ist, ne?
was mich ja, glaube ich, auch aufgeregt hatte. Dementsprechend bin ich auch irgendwo froh darüber, dass es... Warte mal. Da gibt's doch... einen fucking Gegenstand, ne? Was passiert denn jetzt, wenn ich hier den Pilz ballen kann? Würde es eine Feder sein? Würde es eine Feuerblume sein? Was wäre mir an dieser Stelle lieber? Ach, Federn werden ja sowieso immer so ein bisschen abgebremst durch die Level-Architektur. Von daher, ja, eine Feuerblume wäre hier aber auch grundsätzlich, glaube ich, besser. Aber die Pflanzis, die haben da so ein bisschen was dagegen. Und die, es ist aber wirklich das... Ja, warum ist das rutschig? Es glüht doch auch so rot. Macht doch überhaupt gar keinen Sinn, ja. Scheiße, okay, da kommt er einfach raus. Nach 80 Versuchen, nachdem man 80 Mal dasselbe gemacht hat. Ey, wirklich, ist es nicht machbar? Ist es nicht machbar, meine Freunde? So, ich warte jetzt hier, ja, und es war mir klar, dass du... Okay, ja, ja, jetzt müssen wir halt natürlich... Ich kann die nicht töten. Kann ich die... Auschwitz. Das würde mich mal sehr interessieren, ob ich diese Kackwolke da töten kann. Aber dazu müssen wir... Ja, es geht. Jetzt, wo man es weiß. Ja, nicht schießen. Geh mal weg. Ja. Kanonis, ich... Lauf dann natürlich hier wieder. Einfach, ich halte nach rechts, es geht. Ja, man kann doch ein bisschen mit dem Lag arbeiten hier. Habe ich da eigentlich mal versucht rein? Nee, es geht nicht. Geht nicht. War das eigentlich mit dieses Level hier, wo ich da was verschießen konnte? War da ein Geheimausgang? Bin mir nicht sicher. Ah ja. Ja, es ist, da habe ich einfach zu viel Speed. Das geht nicht, klar. So langsam. Schon wieder. Es war beim letzten Mal kein Zufall, ja? Dummer Spasti, ey. So, ja. Ist gut. Schön die... Alter, du dummer Wichser. Oh, das war auch zweimal hintereinander mega Glück. So, jetzt hier, wenn es geht, können wir... Ja, okay. Ja, die kann man, glaube ich, gar nicht... Nee, die kann man... nicht töten. Ja, egal. Unsterblichkeitsframes, Unsterblichkeitswehr. Ich renn durch. Okay. Ja, 4. Wieder sehr bullshitterig. War auch von der Länge her wieder so, meh. Nicht meins. Ja, sucht euch irgendeinen anderen Spacken, wenn ihr punktzahlmäßig unzufrieden seid. Das, ja. Da habe ich natürlich hier und da auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht, ob das alles so fair ist, was ich hier mache. Aber, ja, ich mach's halt. Mir doch egal, was ihr davon haltet. Das ist mein Empfinden und es geht direkt weiter. Narrow Cold Juice. Touch in the narrow cold juice that can freeze the spikes below. Okay, also das, die Scheiße da, wenn ich die einsammle, das friert die Stachis ein, aber nicht sofort. Okay. Ja... Das wird doch sichtlich interessant, ist nur leider rutschig. Weiß auch nicht, inwiefern das Sinn macht. Was ist das? Ich dachte erst, das wäre irgendwas zum Anzünden. Ist es Kleber oder so? Patafix. Ziemlich großes Patafix. Ja, okay, das... Ja. Ja. Also, ich weiß nicht. Das ist halt... Es ist halt irgendwie da. Es kommt halt drauf an... was der Typ jetzt damit macht. Ja. Oh, ja. Gut. Und man sollte das schon... Es sollte auch schon funktionieren, finde ich. Ja, okay, da ging's. Komischerweise. Der Pilz ist meiner Meinung nach auch sehr gut gesetzt. Das meine ich wirklich so. Ausnahmsweise meine ich das mal ernst. Okay. Ja, ne, aber es ist halt... Ja, du... Du berührst die halt und... Okay, aber... Ja, gut. Also irgendwie... Ach, schade. Ich finde es nett, dass man halt hier wieder... Ne, er versucht wieder was... Einzigartiges zu machen, aber irgendwie... Es tut nicht... Meiner Meinung nach nicht das, was es tun könnte. Also ich sage jetzt auch nicht, dass ich das... selber machen könnte, aber ich finde...
das hat Potenzial. Da kann man richtig abgefuckten Shit mitmachen. Also im Sinne von spannend, kreativ, muss jetzt nicht unfair sein. Ja, okay, gut. Ja, das... Es ist halt da. Es ist halt einfach da. Aber ich glaube... Ich dachte mir am Anfang so, naja, gut, ich gewöhne mich jetzt hier ein. Vielleicht kommt da noch irgendwas Großartiges, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass wir schon fast beim Checkpoint sind. Also, ich denke nicht, dass da noch großartig die Erleuchtung kommen wird. Dass er uns irgendwas Sensationelles damit präsentieren kann. Tja, schade. Schade, schade, schade. Es gibt ein paar extra Punkte, würde ich sagen. Gibt ein Fleißbienchen für den Versuch. Okay. Aber das kann man schätzungsweise auch über sein ganzes Leben sagen. Wird auf seinem Grabstein stehen. Er hat's versucht, okay. Aber offensichtlich hat er es nicht geschafft. So, jetzt kommen wir wieder zur altertümlichen... Wo kommt der her? Also ich meine, aus welchem Spiel? Der ist gruselig, aber auf jeden Fall penetrierbar. Vielleicht ist es wieder ein Rex. Ein schneller Rex. Nur halt, dass der halt nicht wie ein Rex aussieht. Also dieser Dino. So. Checkpoint. Checkpoint, ja, man weiß es doch mittlerweile. Mhm. Jetzt geht der Scheiß hier weiter. Ja, ne, das... Ich hatte anfangs Schiss, dass die vielleicht mit einer Verzögerung irgendwie runterfallen und ich hab's mir nicht gewünscht, aber jetzt würde ich es mir irgendwie wünschen, dass man da dann dementsprechend ein bisschen mehr taktieren muss. Das wäre, denke ich, auch mal ein gutes Kaizo-Element, aber so ist es halt echt öde. Aber immerhin, dann... Öde kann ja auch heißen, dass es öde einfach ist. Und dass wir dann da... Ah, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so fair ist. Dass wir da dann gut durchkommen. Naja, gut, hier ist ein Power-Up, also... Ist ihm das vielleicht auch beim Testen passiert? Beim Testen in Anführungsstrichen. Ja, das war mutig. Das war mutig. Ist es soweit? Ich würde schon sagen, so von der normalen Struktur, die er bisher immer geliefert hat, sollte hier gleich das Ende sein. Okay, ja, mir doch egal, renne ich einfach durch. Lul! Einfach durch da. Ah, okay, den nehme ich jetzt. Den könnte ich gebrauchen. Ja, ich gebe dem eine 5, tatsächlich. Weil es angenehmer war als das Level davor. Es war nicht unbedingt besser, aber... ja. Ja, komm. Wegen der Idee, okay? Wegen der Idee. Ja. So. Spannend. Hologic. Das klingt doch nach einem schönen Finale vielleicht. Mal gucken. Könnte sein. Das könnte Castlevania... Moment, habe ich... egal. Ich habe ja einen Pilz. Muss ich später nochmal neu speichern. Remember the DKC level stop go station. This level have this feature. Hatte das was mit Greta Thunfisch zu tun? Nostalgic. Nee, ich wollte. Nein, ich. Okay. Gab's da nicht mal im Original Bowser-Schloss sowas? Da ging's nur um das Licht, ne? Beziehungsweise. Ah, nee! Donkey Kong Country, ja. Ja, klar. Ey, wie ich das gehasst habe, genau. Oh, das war dieses... Wie nennt man das? Ja, auch so Untergrund... Ach, scheiße. Okay, den nehme ich noch. Ich habe ja genug Leben. Dieses... Höhlen... Minen. Das ist das Wort. Minenartige, genau, mit den Fässern. Oh, habe ich das gehasst. Weil das noch so knapp war. Knapp scheint jetzt auch die Folgenlänge hier zu sein. Die Möglichkeit, die wir noch haben. Da muss man ganz schnell durch. Ich weiß auch nicht, ob man die berühren kann, wenn die am Arsch sind. Ja, okay, kann man. Spätestens hier weiß man das. Aber ja, schöne Sache, wie er das hier umgesetzt hat. Das finde ich ist auf jeden Fall eine spannendere Geschichte als das andere. Aber auch wenn es an der Umsetzung liegt, das an...
Das andere hätte auch spannend sein können. Ja, klar. Kommt jetzt hier nochmal diese Scheiße, diese Eisscheiße, die wir vor einigen Folgen hatten, ja? Okay, letzter Versuch. Ich habe in letzter Zeit sehr. Okay, noch einer, das sieht jetzt nicht. Hab ja in letzter Zeit sehr überzogen. Lass uns mal dann versuchen, das Ganze ein bisschen zu kompensieren. Oh, wird knapp. Oder auch nicht. Ja. Das glaube ich. Ja, ich. Also ist es das letzte Level? Danach könnten ja die klassischen Credits sein da. Das war, da hatte man da, glaube ich, eine Röhre oder so gesehen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Art Post-Game gibt. So mit richtig harten Herausforderungen, was eigentlich nicht sein dürfte, weil das Spiel war hart genug. Und natürlich darf man nicht die ganzen Secret Exits vergessen, die man. Ich hab's wieder vergessen. Die man da potenziell noch freischalten kann, ja. Aber bevor wir uns um das Postgame kümmern, bevor wir uns da Gedanken machen, sollten wir uns natürlich erstmal darum kümmern, hier das Level, den Hack an und für sich storytechnisch durchzuspieluern. Und dem werden wir in den nächsten Folgen weiter entgegenschreiten, wenn ihr denn mögt. Denkt dran, immer schön likey, likey, likey und so weiter und so fort. Da habe ich tatsächlich gesehen, dass das da, ja, eine Person gibt, die jede zweite Folge liked. Ich weiß nicht, ob das ein Versehen ist, ob du wirklich nur jede zweite Folge schaust, ob das überhaupt ein Deutscher ist. Ne, das ist ja, ich habe stellenweise, was Mario-Videos angeht, schauen mir da auch ein, zwei Ausländer zu. Ich habe auch gestern einen komischen indischen Kommentar bekommen. Ja, also da weiß ich nicht hundertprozentig, ob die Message jetzt ankommt, aber falls du mich hörst, danke dafür. Vielleicht klappt es auch dann mit jeder Folge irgendwann. Aber jede zweite ist natürlich auch schon mal sichtlich nett. Ja, in diesem Sinne, vielleicht wollt ihr euch diesem Herren oder dieser Dame like-technisch anschließen, wenn ihr es gemacht habt, aber bisher vergessen habt, weil ihr diese Videos über die Playlist geschaut habt. Geht nochmal durch die Playlist durch, liked alle Folgen, damit helft ihr mir sehr, sehr, helft dem Algorithmus, helft dafür zu sorgen, dass der Algorithmus mich mal realisiert, ne? Notice me, Senpai und so weiter. Der kleine Wichser sollte mich da schon so ein bisschen pushen, finde ich. Also der Algorithmus. Dieses Huren-Holocaust-Programm, welches euch Videos vorschlägt. Ich finde, ich sollte tatsächlich öfter vorgeschlagen werden. Findet ihr nicht auch? Ja, oder? Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.